Vielleicht bist du auch in dieses Jahr gestartet mit dem Bewusstsein, dass sich etwas ganz Neues in deinem Leben in diesem Jahr ereignen wird. Vielleicht gehst du in einen neuen Job. Vielleicht beginnst du eine neue Ausbildung. Vielleicht ziehst du um. Vielleicht verändert sich irgendwie eine Zeit, in der du mit Beziehungen zu Ende gekommen bist und in etwas Neues hineingehst. Im Grunde genommen ist es so, dass du deine Koffer packst oder schon auf gepackten Koffern sitzt. Wir haben das im Natürlichen in dem letzten Jahr echt ganz besonders erlebt. Unsere drei Kinder sind in einem einzigen Monat ausgezogen. Du kannst dir vorstellen, wie viele Koffer, Taschen, Beutel, Kisten wir gepackt haben und von A nach B getragen haben. Ganz besonders wurde uns dieses Einpacken und dieses in etwas Neues hineingehen bewusst, als wir auf dem Flughafen mit unserer Tochter und dem Gepäck standen und es hieß, sie haben zu viel Gepäck. Es wäre recht teuer geworden, wenn wir dieses ganze Gepäck mitgeschickt hätten. Und so begann dieses Auspacken von den Dingen, die wir doch als so wichtig eingestuft hatten. Auspacken, umpacken, weglassen. Auch die Ansage, nehmen Sie kein anderes, kein fremdes Gepäck mit, hat mich echt so im Natürlichen ganz besonders angesprochen. Achte auf das, was du an Gepäck mitschleppst. Und so ist mir dieses Einpacken, Umpacken zu einem Bild geworden, was auch im geistlichen Bereich Bedeutung hat. Wie viel Gepäck schleppen wir mit uns rum? Wie viel Gepäck hast du dir von jemand Fremden aufgeladen? Vielleicht sollst du das gar nicht mitnehmen. Wie viel Gepäck hast du aufgeladen mit einer Liste, wo du eigentlich sagst, daran hängt mein Herz gar nicht? Wie viel Gepäck trägst du auf deinen Schultern in jeder Hand? Und es gehört gar nicht dir oder du sollst es gar nicht mit dir schleppen. Denn zu viel Gepäck mitschleppen macht uns sehr müde, inaktiv. Wir können sogar dahin kommen, dass wir unsere Vision verlieren. Würden wir für unser Lebensgepäck, was wir mit uns schleppen, Geld bezahlen müssen, ich glaube, wir würden uns sehr genau überlegen, was wir da mit uns schleppen. Und wir würden manches lieber stehen lassen, weggeben. Loslassen. Vielleicht ist heute für dich ein Tag, wo du mal überlegen musst, was schleppe ich eigentlich da alles mit mir rum? Wo sind Lasten in mein Leben gekommen, die mich müde machen und inaktiv? Wo muss ich Dinge bewusst loslassen? Wo muss ich Gott wirklich bitten, mir zu zeigen, wo sind die Dinge denn, die ich loslassen muss, um in ein befreites, in ein neues Leben mit ihm zu kommen. Und dabei, bei diesem Prozess, bist du nicht alleine, sondern Jesus selbst bietet dir Hilfe an. Ich habe einen Text im Neuen Testament gefunden, den kennst du vielleicht schon, aber du sollst ihn heute ganz neu für dich in Anspruch nehmen. Da heißt es, Jesus sagt selbst, kommt her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau. Und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Ich wünsche dir, dass du heute diese Erfahrung machst. Dass du dich an Jesus wendest, der sagt, meine Last ist leicht, komm zu mir. Und ich weiß, Gott hat mehr für dich.